Es ist nicht sehr viel später, aber wir haben jetzt wenigstens die Ressourcen, die wir brauchen. Und ich habe auf der Karte nichts gesehen. Ich denke aber jetzt, wenn wir gleich das Ding gebaut haben. Das war der Tankbus. Da zusammensetzen. Go. Wenn wir den gebaut haben, sollte es besser dargestellt werden, wo wir das Ding droppen müssen. Das war vielleicht nur lieb gemeint, dass man halt nicht zweimal dahin läuft. Einmal wegen der Station, einmal wegen dem Bus selber. Mal gucken. Ja. Die Busstation ist vor der Handelsgilde. Oh ne, es ist in der Handelsgilde einfach nur abgeben bei Way. Nevermind. Hallo? Da oben ist er. Thank you. This is great. Gonna be a future workhorse for us. Appreciate the work. Hä? Was ist mit der Haltestelle? Wir haben gerade nur den Bus abgegeben. Also den 3 Meter langen, 2,5 Meter hohen, mehrere Tonnen schweren Bus haben wir jetzt Weyer in den Kopf geschmissen. Wir sollten eigentlich die Busstation auch aufbauen. Aber die haben wir nicht aufgebaut. Und jetzt sollen wir warten, bis alles fertig ist. Irgendwas ist da sehr durcheinander. Aber das ignoriere ich einfach und mache ein Mittagsschläfchen. Und dann gucken wir, ob es morgen fertig ist. So. Was war das? Einer flog über das Banditennest fehlgeschlagen. Ja, ich hatte keine Lust auf eine Abschiedsparty da. Das hört sich gerade an, irgendwie so ein Babyquaken. Das Fehlen der Mission. Oh, das hat gar nicht gereicht. Brief von Haru. Wenn du dies erhältst, werde ich Sandrock bereits verlassen haben. Mit Logans Hilfe habe ich es geschafft, die Studiengebühren zu bezahlen und wurde an der Atara-Universität angenommen. Ich wollte schon immer richtige Chemie studieren, aber ich hatte nie die Chance dazu. Jetzt kann ich endlich hingehen und mich ernsthaft bemühen. Natürlich fällt es mir schwer, euch alle zu verlassen, aber wenn ich euch alle wiedersehe, werde ich ein echter Chemiker sein. Ich weiß, dass wir uns noch nicht lange kennen, aber ich schätze die Freundschaft, die wir aufgebaut haben. Du hast uns im Angesicht von allen geholfen und das werde ich nie vergessen. Ash, pass bitte auf dich auf, bis wir uns wiedersehen. Ja. Cooper schenkt uns Fleisch. Und wir gehen gleich wieder schlafen. Also natürlich, ne, sind wir produktiv und verbringen den Tag mit Freunden, weil wir gerne Zeit mit Freunden verbringen und unserer Frau und all solchen Dingen. Geht dann schlafen. So. Hey, oh. I wanted to talk to you about something. We've been married a while now. How'd you feel about having a child? Das hast du schon eine Woche nachdem wir geheiratet haben gesagt. Es wird wieder nur ein Klick sein und dann ist es gleich fertig, oder? Ich weiß nicht. Das ist eine große Verantwortung. Well, I don't want morning. What's ja. Your plan for the day? Lass mich drüber nachdenken und dräng mich dann in 2 Wochen nochmal. So. Oh. Hi. Ganz viele Leute wollen mit uns spielen gehen. Hast du Lust auf eine Patrouille? Nee. Wasser von Burgess. Das ist jetzt schon der... Was ist mit Logan los? Du bist ein bisschen hartnäckiger, ne? Die anderen haben schon gesehen, ah, das ist Ash. Hat eh keinen Bock, irgendwas zu machen. Aber Logan hält länger aus. Ja. Also, Tag Nummer 3. Das Ding ist noch nicht fertig. Da ist allerdings jetzt ein Ausrufezeichen. Ich hätte ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt schon wieder schlafen gehen würde. Also ich rush ja schon weiter Richtung Ende, aber ne? Muss ja nicht übertreiben. Gucken wir mal, was da hinten noch auftaucht. Bestimmt was mit Larry, oder? Ja. Monsieur, ich habe die Pastete mitgebracht. Sie wurde von der magnifiken Lumi gebacken. Ihre Kochkunst wird nur noch von ihrer Schönheit übertroffen. Sehr gut, Captain. Wir werden mit der Sitzung beginnen. Sieht aus, als hätten Sie eine Sitzung. Soll ich mithören? Eine Echse, eine Katze, ein Rabe und ein Maulwurf.
Im Hintergrund läuft ein Zauberspiegel lang. Wir sind schon eine sehr bunte Truppe hier. Ja, komm. Burgess, du störst. Du trampelst über die Brötchen rüber, du... Ach, okay. Wie geht's dir so? Ich hab dich eine Weile nicht gesehen. Prima. Larry? Mhm. Nur Larry jetzt. Und, miau. Mhm. Ah, Monchat. Klingt, als hätte Larry Probleme. Du starrst so panisch auf die Brötchen. Achso, weil Burgess drüber getrampelt ist. Ja, klar, okay. Miau, miau. Thank you. Du bist so freundlich, Katze. Aber nein, ich werde die Zivilgruppe nicht mit meinen Angelegenheiten belästigen. Ich schultere meine Last alleine. Siehst du, die Touristen kommen in den Salon, nur um mich zu sehen. Ich fühle mich wie ein Sandfisch außerhalb des Sands. Aha. Burgess lauscht auch. Tut so, als wenn er arbeiten würde. Larry, mein Eidechsenfreund, lass diese Narren nicht allein. Was? Zögere nicht, uns zu sagen, wie wir helfen können. Kapitän, deine Worte sind so kraftvoll. Sie bringen mein Herz dazu, nach Connection zu betteln. Oh, Lumi, warum spielst du so mit meinem Herzen? Das hat alles nichts mit Lumi zu tun. Gerd, du bist noch jung. Die Liebe wird auf dich warten. Verzweifle nicht. Sonst wirst du vielleicht alt und wirst wie ich, eine einsame Echse. Xena, die sind alle nur am Rumschreien über Dinge aus der Vergangenheit. Eieieiei. Wir müssen uns beherrschen, ja. Lechet spricht weise, wir sollten ihr gut zuhören. Ja, weinen führt zu gar nichts. Ist jetzt, okay. Skurril, aber okay. Wir ignorieren es mal und gehen jetzt, wo wir einen Schritt vorwärts gemacht haben, was Nebenquests angeht, gleich wieder schlafen. Hopp. So, mal gucken. Aufwachen. Bau die Infotafel auf. Morning. Okay, jetzt können wir das aufbauen. Da ganz hinten. Pferdchen. Du hast keinen Reiter. Ach, wir haben die Miete nicht gezahlt, ha? Na gut, dann müssen wir halt da so kurz hinflitzen. Das Gebäude da sieht auch neu aus, oder? War das schon vorher da? Nee, ne? Ich glaube nicht. Interessante Stelle für Busbahnhof. Es gibt nicht mal einen Fußweg hier weg. Da muss man über die Gleise gehen, oder wie? Heieieiei. Bestätigen. Oh, hallo Mian. Looking good, builders. This is gonna end up being one of the most used structures in Sandrock. I guarantee it. I'm looking forward to it. Sandrock is finally on the up and up. You know it. Yay, 6000 Gold. Das sind die Verbindungsstrecken. Ja, es gibt jetzt eine Bahnverbindung, aber es gibt keine Bahnverbindung nach Porsche. Ich dachte, wir bauen eine Bahnverbindung durch den Tunnel Richtung Porsche und keine Busverbindung. Okay. Finde und besiege Bogan Jack. Haben wir da eine Location? Nee, ne? Das wäre jetzt irgendwo in der Wüste. Ich gehe abermals schlafen. Da sollte noch was kommen. Und ich bin nicht wirklich motiviert, jetzt irgendwas an Ressourcen zwischendurch zu sammeln, wenn wir eh nicht wirklich was bauen müssen. Ganz viel Zeug. Das kann kurz wegsortiert werden. Dahin. It's great that you're keeping a good work-life balance. Hello. Kochwettbewerb. Kind. Wenig bekannte Tatsache. Es gibt tatsächlich eine ansehnliche Anzahl von mutierten Tieren, die in freien Städten friedlich zusammenleben. Ich habe gehört, dass es in Porsche zum Beispiel einen riesigen Bären gibt, der total süß ist. Hoffentlich kommen sie eines Tages alle vorbei.
Das wäre wirklich ein interessantes Feature. Ich meine, Mint hatten wir ja auch schon. Musa, auch wenn Musa nicht wirklich zu Porsche gehört, aber war halt auch ein Charakter da. Anything you want for breakfast? It's never okay to start the day with an empty belly. Lagerfeuergespräch. I still got several designs left to check. Das ist. Geh zum Saloon. Und natürlich, wenn ich jetzt jedes Mal sofort schlafen gehe, dann sehen wir draußen die Briefe nicht. Da scheint es gerade eine Anladung zu sein für. Oi. Oi, oi, oi. Okay. Von Judy. Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass das Projekt Straße nach Porsche nun abgeschlossen ist. Das verdanken wir der harten Arbeit von Heidis Team, Ash, Kumasawai, Herrn Musa, Mint und allen anderen, die an der Straße gearbeitet haben. Wir werden heute eine Abschiedszeremonie am Busbahnhof abhalten, um unseren ersten Bus nach Porsche zu schicken. Kommt alle zur Eröffnung. Unsere Stadt wird jeden Tag besser. Ich glaube, das könnte ich gerade aus Versehen geskippt haben. Die Eröffnung dieser neuen Handelsroute wird sich auf einige unserer Preise auswirken und auch einige neue Waren in die Stadt bringen. Okay. Brief von Ma. Dein Vater und ich haben in der Zeitung darüber gelesen, dass Sandrock die Straße nach Porsche geöffnet hat. Das ist ja wundervoll. Das heißt, dass Sandrock immer besser wird, nicht wahr? Oh, ich hörte, es gab einen Vorfall mit ein paar Monstern bei den Bauarbeiten. Die Bürgermeisterin Judy hat in ihrem Brief gesagt, dass du nichts abbekommen hast. Aber du musst mehr aufpassen. Keine Sorge. So, von Judy. Nach der Fertigstellung der Straße nach Porsche und allem, was Sandrock bisher geschafft hat, finde ich, dass es für die Stadt an der Zeit ist, nach vorne zu schauen. Ich möchte ein Treffen organisieren, bei dem wir darüber diskutieren, wohin wir gehen und wie wir die Träume aller unserer Vorgänger verwirklichen können. Ich möchte dich daher zu einem wichtigen Entwicklungstreffen einladen, zusammen mit den anderen engagierten Bürgern von Sandrock. Das Rathaus wird uns ein Abendessen anbieten, bei dem wir unsere Pläne für die Zukunft diskutieren können. Komm bitte morgen Abend in den Blue Moon Saloon. Falls du Zeit hast. Das ist an Tag 8. Also das ist heute gewesen. Das heißt, an Tag 9 ist das Treffen erst. Okay, wir haben also nichts verpasst. Und von Grace. Ash, entschuldige, dass es so lange gedauert hat, bis ich dir schrieb. Ich bin ein bisschen in Rückstand gekommen. Wie läuft es bei dir in Sandrock? Ich habe das Leben auf Atara wieder aufgenommen und mich sofort wieder in den geschäftigen Alltag eingefunden. Ich erzähle alle meinen Professoren von der archäologischen Lage in Sandrock. Ja, sie ist halt Agentin und kann nicht wirklich sehen sagen und so, ne? Besonders von den Relikten, die wir aus der Oase und den Ruinen im Norden geholt haben. Mir dreht sich schon wieder der Kopf. Nun, das war es bis jetzt. Ich möchte einfach nur wieder Kontakt mit dir aufnehmen. Falls jemand fragt, sage ihm, es geht mir gut. Toll von dir zu hören. Jo. Wir hätten auch den Bericht fragen können, aber das ist vielleicht ein bisschen zu verfänglich für sie. Der echte Tunnel und die menschliche Verfassung. Ein Tunnel in eine bessere Zukunft. Und dann redet er sehr lange über einen Tunnel. Nee. Jetzt sollten wir nichts verpassen, wenn wir schlafen. Und dann gehen wir morgen Abend. Also heute Abend ins Rathaus. Das machen wir den ganzen Tag über. Ja. Also ich gehe einmal hin. Vielleicht kann man das ja früher triggern. Nee, ne? Nee. Wir können mit einer Yakmin Station zigmal hin und her fahren. Oh, oder die... Warte, das können wir hier machen. Im Breach, richtig? Also wenn man in so einen Dungeon reingeht und gleich wieder rausgeht, verbraucht das ja auch irgendwie 3 Stunden oder so. Das bestätigen. Ich hoffe, wir können gleich wieder rausgehen. Da geht's rein. Nein! Gott, jetzt muss ich den Dungeon machen.
können wir noch was kaufen. Könnten wir da ganz viele Patronen kaufen. Wieder war mal durch. Hi. Gegen Jagdmel. Das ist einer der ersten Dungeons gewesen, oder? Ne, der zweite, glaube ich. Wo sind hier Kühe im Dungeon? Und Hühnchen. Oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Hopp. Wir boss-rushen das Ding jetzt. Das machen wir nicht normal. Ich dachte echt, man könnte reingehen, das gleich wieder abbrechen und würden dann jedes Mal 3 Stunden verbrauchen. Und so wären wir näher dran an dem abendlichen Ding. Weil ich wüsste nicht wirklich, was wir sonst noch machen könnten. Also wir könnten nach dem Känguru suchen. Oh, come on. Wie viel hältst du eigentlich so aus? Nicht viel. Okay. Der Bossraum sollte interessant einfach werden. Das ist ein identischer Dungeon wie eben, also die Etage. Letzter Raum. Wo gibt's denn noch? Hey, geschafft. Gewirrt. Ja, ist jetzt nur ein 10er Ranking, aber das war ja gar nicht der Punkt. Mal gucken, was wir kriegen. 13 Marken. Noch mehr Marken und ein ganz normaler Motor. Ja, okay. Ort verlassen, bitteschön. Dankeschön. Ja, 11.40 Uhr. Ich überlege noch gerade, hier war gar keine Jagdmeerstation, ne? Ne, hier ist die Busstation. Wir können an der Busstation selber nichts machen, ne? Also ich gehe nicht davon aus, dass man nach Porsche kann, aber vielleicht kann man hier noch irgendwas angucken oder so. Ne. Ne, ne, ne. Dann ab nach Hause. Irgendeine Möglichkeit, also eventuell gibt es das schon, ich habe es einfach nur übersehen, eine Möglichkeit, Zeit verstreichen. Was ist da gerade passiert? Ich habe irgendwie aus Versehen T gedrückt und plötzlich ist da eine Taste leer. Den Staubsauger haben wir aber noch, oder? Ja, okay. Also T macht irgendwie den Hotkey weg und macht dabei ein Pupsgeräusch. Ich weiß nicht warum. Okay. Geh da hin. Wir wollen maximale Strecke. Da hinten. Escape. Und das machen wir jetzt 2-mal. Also wir müssen dich anklicken. Da ganz hinten hin. 1 Stunde, ne? Die sind alle 1 Stunde, ne? Ja, okay. Würde mal nachgucken, wann wir genau da sein sollten. War das 17 oder 19 Uhr? Meistens ist es 19 Uhr, ne? Hä? Geh zum Saloon. 16 Uhr. Und 16 Uhr nimm am 18 Uhr Gespräch teil. Ich bin verwirrt. Wir haben es gleich schon 16 Uhr. Also gucken wir erst in den Saloon, auch wenn ich nicht weiß, was das jetzt genau sein soll. Und dann können wir schon mal Richtung Dingens gehen. Hallo? Wer will hier irgendwas von mir? Das ist eine halbe Stunde noch, ja, aber... Hey there! The mayor of Porsche visited here once. He liked his Yakmel milk straight up. No additives. The guys earned my respect. Milch ist super.
Hey, see you around. Okay, wir müssen jetzt eine halbe Stunde totschlagen. Gehen wir mal ein bisschen schnüffeln. Vielleicht ist hier hinten irgendwas anderes jetzt, wo sie weg ist. Eirollen. Eier, Mehl und Milch. Gut mischen. Oben ist dieser Kid-Typ, der ist abgehauen, ne? Ist irgendwas in seinem Zimmer passiert? Nö. Oh, geh zum Saloon. Ja. Ich bin im Saloon. Und nu? Muss ich einmal raus und wieder rein? What the? Owen, weißt du, warum wir hier sein sollen? Alright, catch you next time. Scheinbar nicht. Justice? Mhm. Mann, ich wünschte, wir hätten ein paar mehr Leute wie dich in Vollzeit im Zivilkorps. Versteh mich nicht falsch, mein Team ist großartig, aber die Ideen kommen immer von mir. Okay. Also es sammeln sich gerade ein paar Leute, aber ich glaube, die sammeln sich eh hier jeden Tag. Also gerade Feierabend und so. Knabbern da ein bisschen, schlürfen Cocktails. Ich bin maximal verwirrt. Hi, Bibi. Aha. Kind, wenn ich dich ansehe, dann sehe ich ein weiteres Mitglied unserer Familie. Wenn du irgendetwas brauchst, und ich meine irgendetwas von uns, dann zögere niemals zu fragen. Könntest du Heidi vielleicht davon abhalten, alle zwei Wochen nach dem Kind zu fragen? Es wird voller. Sogar Fang ist hier. Okay, das ist doch irgendwas Besonderes. Aber ich check halt nicht ganz, was das hier ist. Es ist einfach, es treffen sich alle vorher hier, aber keiner sagt irgendwas Besonderes und danach gehen wir alle rüber? Ja. Ich guck mal ganz kurz zum Rathaus. Das ist nur die Nachricht, dass er spielen will, glaube ich. Hallo Ash. Tschüss Ash. Jo. Judy, kannst du mir erklären, was da los ist? Nein? Okay. Und hier müssten wir jetzt auch noch 30 Minuten. Ja. 30 Minuten warten. Regal mit Sandrock gesetzen. Du kannst einen Giegler mit seiner eigenen Armbrust erschießen, solange es ein Sonntagabend ist. Wow. Hat Larry eine Armbrust? 15 Minuten. Das ist jetzt auch kein komplettes Treffen, ne? Also nicht hier draußen mit Ansage und so, sondern wir gehen rein und nur die engagierten Bürger der Stadt sind da und reden über die Zukunft. Jetzt. Nein. Ach, Spiel. Du bist so komisch manchmal. Nimm um 18 Uhr am Entwicklungsgespräch teil. Aber keine Quest dazu. Schon wieder im Klatschen. Zurück zum Saloon. Das sieht besser aus. Ja. Good evening, everyone. It's nice to see so many wonderful faces here tonight. I wanted to invite you to discuss the future of Sandrock, without being crammed into the stuffy city hall this time. With the recent opening of the road to Portia, we have access to water like never before, as well as being able to finally increase our access to trade and tourism. All of this was only made possible
thanks to the efforts of everyone here at our wonderful town. So, I would like to propose a toast to Heidi, to the builder, to everyone, to Sandrock! To Sandrock! Recently, I have been soliciting the opinions of Sandrockers regarding the future development of our town and infrastructure. This time, I'm glad to see everyone's excited about our future for once. We have a couple of proposals to go through tonight. So, without further ado, it is with great pleasure I introduce our wonderful Mian and Zeke to discuss theirs. Hello, everyone. Thank you for this opportunity. Recently, I have been working with Zeke on a plan to plant a forest in the Eufaula Outback that could block the sandstorms from Sandrock almost entirely. We've already demonstrated some success with the little woods near Gecko Station, but with portion water, we'll be able to scale up substantially. But I'm not the expert here, so Zeke can explain everything in more detail. Zeke? Don't worry, just go over it like we rehearsed. You can do it. Right. Sorry. Just a little nervous. Been a while. The Eufaula out back in the north is, really big. It's got lots of land and sand. If we plant trees there, they can stabilize the terrain and stop the runoffs. Economy? This isn't some small project, though. It'll probably cost City Hall a lot of money. No, sorry. Didn't mean to say that. Talk about how it'll help Sandrock. Right. If we use more water from Portia, we should be able to maintain a large enough forest in the outback to lessen or even stop the sandstorms. We'll finally get a sustainable Sandrock. And there you have it. No more sandstorms! Thank you very much for the presentation, Mian, Zeke. We've been discussing this possibility for a very long time. Now that we finally have the know-how and Mr. Musa's backing, we might just be able to pull it off. Do you have a more detailed plan? What do we need to do first? I guess I want to do a test planting on the outback sands first. The sand over there is drier, and the water table is much lower. For that, we'll need a small irrigation tower in the area. Good idea with the test. I'll expedite a budget for that. Does anyone else have something to say about this proposal? Ich werde einen Bewässerungsturm bauen. Wir haben jetzt schon, glaube ich, dreimal einen Wasserturm gebaut. Ich gehe ein paar Pflanzen, Bäume pflanzen. Nee, da haben wir andere Leute, die sich gerne um sowas kümmern. Makes me proud to see a guild member being such a go-getter. I knew I could count on you. I'll help out as well. Thank you, Builder. Commissioner Wei. Thank you all. Now, on to our second proposal. Heidi, if you please. Good evening, everyone. To the natives here, do you remember Miss Bliss? Yeah, me too. She was the best darn teacher this side of the Alliance. And I am who I am today because she pushed me to always do my best. We don't have that for our children today. We haven't had a school since a sandstorm blew down the old one. I'd say it's about time we built a new one. Okay. Für die zwei Kinder? Miss Bliss put the fear of light in me. So I've got a proposal. It's been sitting there the whole time, since our old minister, whose name I shall not mention, took off. Pretty literally, her destroyed house is just sitting there. Perfect location for a school. Wow, that's so great! When do we start the PTA? I'll volunteer for everything! Can Elsie go back to school? Pa, I ain't a kid. I think it goes without saying that I fully approve of this proposal as well. In fact, I've already submitted a job advertisement for a school teacher. Yes! This school project and the new forest will be our town's primary focus going forward. I think if we can achieve both,
we'll finally get more people to settle here. Folks, we're really close now. We stand ready to do our part, ma'am. Right, everyone? Yep. Chaka. This team is so reliable. I feel like we could build anything if we put our minds to it. Jens never praised me before. Ganz neue Welt für mich. This is going to be a lot of work. I'll spread out the assignments amongst us after I have a talk with Heidi. We'll all pitch in together and get that school looking like the pride of the Eufaula. I never used to believe in good and evil twins, but here you are, proving us all wrong. Anyway, I hope the meeting was useful in letting y'all know a bit more about what's in store for us. I'm still open to more proposals, so if you have ideas for Sandrock, please bring them forward. Let's do our best for our city-state. So let's leave it there for tonight. Everyone, eat up. Owen went out of his way to give us a real feast for tonight. And remember... Conserve water. Conserve water! Yep. Und absetzen. Trudy? Logan, did you get to talk to Trudy about that outpost idea? Oh, yeah. I saw you talking to Trudy before the meeting. How'd it go? She's still thinking about it. Huh? What do you mean she's thinking about it? Spit it out, Logan. Sie haben gerade zwei große Projekte angekündigt. Sie können nicht noch mehr bauen, oder? Das kann man ja auch später machen. Well, she didn't outright say yes. She asked me what I want to do. I said protect Sandrock. Hunt monsters. Maybe get a lookout tower built. She said, sure, write up a proposal. Sure? That means yes. Good going, Yak Boy. Er sagt eigentlich nur, dass er ein Proposal schreiben soll, wo alle Daten drin stehen und dann entscheidet sie sich. Aber ja, Elsie denkt nicht sehr weit. Yeah. Glad Trudy liked your idea. Somehow you don't seem all that pleased, though. Thing is, writing up plans? I ain't good at that. Hatte er vorher Haro für, ne? You don't want to write it? I guess I could try. Although, my handwriting has been the subject of criticism at times. Come on. You guys are overthinking it. Just write exactly what you mean. Trudy wouldn't ask you to write something up if she wasn't seriously considering it. And who knows? You might even find that writing out your ideas will give you new insights. Well, when you put it that way, yeah, all right. I'm gonna give it a shot. Let me know if you need help. Eigentlich wollte ich gerade mit den anderen hier noch schnacken, die sind gerade schon weg, ne? And so, my fellow Sandrocker, I begin my proposal as many famous proposals have begun, with a beginning. Someone once told me, yeah. Friends, Sandrockers, countrymen, lend me your ears. For too long has our train station stagnated in development. Sure, we gave it for it was for... And so I say, that's the answer weg, is weg. Simple. What you Alten can do for an addition to being... Yes, just a minute. What'd you say? Hey, that's my idea. What's the big idea there, pal? I'm speeching over here. What do you mean? I was just minding my own business when you got your yak mail in my train station. Ich habe zum Schied am Hals, als dass ich mir das anhören könnte. Good. Let's both practice our okay. Together. How you holding up, Cat? Not like you to be so quiet at meetings like this. What gives? Yeah, I've got some ideas, but I'm just mulling them over a bit. You know, not everything has come up spades for me lately. Mm-mm. I'm thinking I need to slow down and think things through first. Need a friendly ear? All right. Let's see. I've been thinking about my entrepreneurial career so far, and... Und der Rest fehlt. Aber die Grundidee ist, dass wenn das Flüstertal gereinigt werden könnte, was es doch schon wurde, oder? Also grob zumindest, dann haben wir eine Menge Land vor uns. Go on. You remember how I always talk about Katori World, right? It's always been my dream to... I actually wanted to pitch the idea to Musa, you know? But when I was talking to him while he was in town, something he said stopped me. He questioned if I was fully committed to my business. I wanted to answer, of course I am.
But then, I'm not so sure. And that got me thinking. Und das sagt sie auch wieder nicht. Bisher habe ich immer einen Rettungsring in meine Pläne eingefügt. So als hätte ich immer erwartet, dass sie scheitern würden. My entire goal coming out here was to create a better life for my son. But I sure am doing a terrible job at it. Es steht was vollkommen anderes. Ach, okay. In meinem Hinterkopf ist immer eine Stimme zu hören, die mir sagt, mach dir keine Gedanken, Katori. Geh einfach zurück nach Atara und werde die Mutter, die du sein solltest. Wir helfen dir alle. I know, but I'm afraid. Afraid that I'll never have time for my son anymore. Or that whatever I try next will fail and you'll all be in for a big disappointment. That's why I didn't give Trudy anything this time. Ja, musst du ja auch nicht. Okay, you just take your time. You'll figure it out. We'll always be here, ready to lend a hand. Thanks, guys. I needed the pep talk. Okay. So, ich glaube, das waren... Da unten ist noch was. Rocky, now that we're getting a school, we'd better get prepared. I'm so excited. Getting prepared? Getting prepared for what? Oh, you know, textbooks, study materials, stationaries. And it's never too early to start greasing up some connections. I'm gonna start writing to the Vincent Design Institute's admissions office. Oh, yeah. That sounds, cool. Say, correct me if I'm wrong, but isn't your baby not even out yet? Rocky, Rocky, Rocky. There's no such thing as too early. Most parents of children at Pebble's age already got their kids' education all planned out. It's much easier to win the race if you get a head start, don't you know? Ja, Kindergartenanmeldung ist sehr früh. Win the race? Dann wie keine Eile. Nee, sie hat recht. Also gerade was jetzt Behörden angeht und so weiter. Das muss man schon Jahre vorher anleiern. Hier, verdammt Rocky, Pebbles Zukunft. Krieg's auf die Reihe, Mann. You think? Yeah, you get it. Rocky, take some notes here. Preparation is key. I don't know, you two. I don't think I can really abide by all that. Better safe than sorry. So. Ja, also, es war doch alles hier. Das mit der Uhrzeit war noch ein bisschen komisch und ja. Also, es ist ein schönes Spiel. Es wirkt teilweise zu sehr zusammengeschustert und buggy und Dinge, die andauernd geändert wurden, nicht nur wegen der Early Access, sondern auch so. It's great that you're keeping a good work-life balance. Aber ich denke, ich werde jetzt Schluss machen. Also es tut mir leid für diejenigen, die jetzt die letzten Sachen noch sehen wollten, aber ich habe jetzt schon 3 oder 4 Mal gedacht, dass es quasi das Ende wäre. Es scheint jetzt noch das Projekt zu geben mit dem Wald. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Wald dann da gebaut ist und die anderen Sachen, dass es dann wirklich rum ist. Aber es ist scheinbar echt viel Content hier drin. Es ist ein wenig konfus, der ganze Content manchmal. Und nicht super implementiert. Aber ein Riesenvorteil von dem Spiel ist halt echt, dass man es sehr lange spielen kann. Und ich habe sehr viel gerusht. Man hätte noch mehr Nebenmissionen machen können. Man hätte das ganze Haus mehr dekorieren können, mit einer ordentlichen Farm aufbauen. Verschiedene Reittiere züchten. Das ganze Haustiersystem habe ich noch gar nicht angeguckt. Es gibt hier echt viel zu tun. Man sollte das Spiel nur erstmal zu Ende entwickeln lassen sollen. Also es ist jetzt schon komplett released seit einem Monat oder so. Aber trotzdem ist noch einiges holprig. Ich denke, wenn man es auf Englisch spielen würde, wäre es schon mal besser. Weil durch die Übersetzung sind manche Sachen echt komisch. Ja. Also ich hoffe, sie arbeiten weiter dran. Und sorgen dafür, dass das alles entholprifiziert wird, die ganzen Stimmen vielleicht mal vereinheitlicht, weil ich hatte das Gefühl, die haben jetzt 2 Mal drin zwischendurch Leute ausgetauscht und geändert. Genauso wie sie auch manche von den Modellen angepasst hatten, was auch teilweise einfach nicht nötig gewesen wäre, da gewissen Leuten mehr Oberweite zu geben und ähnliches. Es sind ein paar fragwürdige Entscheidungen hier drin, auch was jetzt Einstellung angeht und Stereotypen und all sowas. Aber ja, alles in allem ein sehr knuffiges Spiel.
ich mache jetzt nur erstmal Schluss. Ich hoffe, euch hat das Projekt soweit gefallen. Und vielleicht mache ich die letzten Missionen dann doch nochmal irgendwann. Also dann, man sieht sich bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.